Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon Sonne und Mond Wi-Fi Battle Part Nummer 6. Wir spielen heute gegen den guten Fabio. Gegen ihn habe ich auch schon ein paar Mal in Oras gekämpft, super spannende Kämpfe, deswegen bin ich heute auch sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wir haben dabei Tapu Riki, Turchinator, Quartermark, Barnaby, Colossand und Qualelu. Und der gute Fabio hat dabei Silvaro, Lusardin, Barnaby, Toxa, ich töte dich, Pet, Amigento und Donarion. Und ja, ich mache mal den unteren Bildschirm an, damit ihr unsere Items sehen könnt. Das ist ein interessantes Qualelu. Das ist ein Dings-Qualelu. Ein, ne? Genau. Da haben wir es ja. Ein Supporter-Qualelu. Ich habe Angst, dass er mit Donarion leadet. Also, Tapu Riki ist super gut. Deswegen lead ich wahrscheinlich auch mit Tapu Riki. Und ja, wie gesagt, wir haben hier Life Orb, Tapu Riki, wir haben hier Überreste Turchinator, wir haben hier Choice Specs, Barnaby, wir haben hier Walschal, Quartermark, wir haben hier Offensivfeste Colossand und Überreste Qualelu. Gut, ich würde sagen, wir starten mit dem Kampf und schauen mal, was der gute Fabio so alles macht. Ich habe sogar das Gladio-Theme an. Wegen Amigento, nein, ich habe es einfach so gemacht, weil es cool ist. Bin immer noch krank, bin immer noch am Vorproduzieren für die Zeit, in der ich im Urlaub bin. Deswegen, ja, würde ich sagen, schauen wir mal, was der gute Fabio so alles dabei hat. Beziehungsweise, was er so macht. Wir liegen hier auf jeden Fall mit Tapu Riki. Und er leadet mit... Das ist okay. Das ist für ihn sein bestes Mon, zusammen mit Donarion gegen meinen Tapu Riki. Aber für mich geht es auf jeden Fall vollkommen klar. Denn wir sind schneller. Und können ja einfach mit Voltwechsel rausgehen. Und ich glaube, er wird für die Geisterattacke gehen. Sehe ich das richtig? Wir gehen erstmal für Voltwechsel. Voltwechsel ist hier safe. Und danach können wir uns immer noch entscheiden. Ich denke, er wird für die Geisterattacke gehen. Eventuell sogar vielleicht schon für seinen Z-Move. Und nicht für die Pflanzenattacke. Und darauf könnte ich eigentlich raus in mein Qualelu gehen. Sehr cool, Qualelu kann Turbodreher, für die Leute, die es nicht wussten. Es ist ein Wish, Protect, U-Turn, Turbodreher-Supporter. Absolut cooler Supporter. Klar, man kann es auch offensiv mit Assault Vest spielen und Rückkehr und so weiter. Das ist auch sehr cool, aber ich habe mich hier für das Supporter-Set entschieden. Wir gehen hier mit Voltwechsel raus. Das sollte sogar schon guten Damage machen. Lol, der ist ja sowas von Assault Vested. Holy shit. Holy shit ist der Assault Vested. Sprich, er hat eine sehr, große Auswahl an Moves, die er drücken kann. Gehe ich raus in Turchinator und riskiere eine Geistattacke, aber kann seine Pflanzenmoves damit am besten abfangen. Oder gehe ich raus in meinen Qualelu und riskiere eine Pflanzenattacke, womit ich aber die Geistattacken am besten abfangen kann. Das ist halt jetzt gerade die Frage. Unser Qualelu hat nur 86 Death. Und Turchinator hat 155 Death. Geh raus in Turchinator. Geh bitte einfach nur nicht für deinen Geist-Z-Move. Nee, ja, ist das Sollbeste, alles gut. Und Kehrtwende. Okay. Okay. Ist, glaube ich, dann am besten, dass wir auf Turchinator raus sind. Er hatte... Hatte er einen Boden-Pokémon mit? Ich glaube nicht. Und Lusardin ist hier auch nicht 100% perfekt. Er geht raus in Lusardin, lol. Ich kann Lusardin halt burn. Ich habe halt Irrlicht drauf. Das ist halt super gut. Ja, okay. Ne, kann ich mitleben. Leftovers Recovery müssen wir sogar fast wieder voll sein. Sogar vielleicht. Ne, fast. Ja, ich burn hier das Lusardin mit ihr Licht. Wenn wir jetzt missen, dann bin ich unendlich traurig. Aber schneller sollten wir sein. Ich glaube, Lusardin hat nur 20 Init oder so. Holy shit. Und außer ich spiele es jetzt hier mit Init Investment. Dann würde er uns, glaube ich, sogar outspeeden. Aber was wir uns großartig machen, auch EQ wird uns nicht killen. Auch Cascade wird uns nicht killen. Ich habe keinen Plan, ob das Ding Aqua-Durchstoß kann, aber Aqua-Durchstoß wird uns halt auch nicht killen. Von daher ist hier ihr Licht meine Wahl. Vielleicht finde ich das so cool, ne? Und ja, dann wollen wir das Ding einfach burnen. Schauen wir mal. Der Name Gamescom ist, by the way, super scheiße, ich weiß. Hast du damals auf der Gamescom vorgestellt und ich war da, ich war live. Und wir treffen. Nice. Und deswegen habe ich Games, habe ich es Gamescom genannt. Ich weiß, sehr, sehr cool. Okay, Lusardin brennt und da kommt eine Kaskade. Die macht halt nichts. Also okay, die macht schon was, klar.
Aber mit den Leftovers zusammen ist es halt nicht so viel. Und die Frage ist jetzt, greift er mich an? Nochmal. Und ich kann für Panzerfalle gehen. Oder wechselt er raus? Was wären seine Switch-Ins? Oh lol, er hat noch Toxapet mit. Wieso ist er nicht in Toxapet gegangen? Ich rechne hier tatsächlich mit Toxapet. Deswegen droppe ich hier einfach einen Draco. Um so viel Damage wie möglich rauszubringen. Falls er drin bleiben sollte, okay, dann macht er uns halt noch ein bisschen Damage. Okay, bleibt echt drin. Wir gehen hier für einen Draco. Der macht halt super viel Damage, was halt auch nice ist. Klar, das Ding ist relativ bulky, aber wie gesagt, der Damage hier, den nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Und er geht für Fassade. LOL! 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 Also ich spiele den letzten Move auf Lusani mit Ice Beam, weil ich den cool finde. Für Pflanzenmons. LOL. Bring ich ihn mit Draco Meteor runter auf 25%. Ach, das würde eher erst nicht so eine connecten, ne? Gehe ich hier raus in meine Sandburg? Ich glaube, ich tu's. Er kann hier nichts riskieren. Ich gehe raus in meine Sandburg. Er kann hier nichts riskieren und für die Wasserattacke gehen. Und selbst wenn, wäre das, glaube ich, okay. Aktiviert sich auch unsere Fähigkeit. Er kann hier nichts riskieren, oder? Er riskiert hier nichts. Und wir sind schneller mit der Sandburg. Ich weiß, die ist fucking langsam. Ach, das ist so dumm, dass... In dieser Situation ist es dumm, dass Brown genervt wurde, wenn man gegen Leftovers dagegen ankämpft, weil dann passiert halt nichts. Und wir haben Gigasauger. Killt Gigasauger. Gigasauger killt. Sage ich jetzt einfach. Ich sage jetzt einfach, Gigasauger killt. Hätte er einen Switch in? Ich glaube nicht unbedingt. Ist er Soulvested? Glaube ich auch nicht. Nee, ich denke nicht. Und er ist halt geburnt, also Kaskade würde uns halt auf jeden Fall auch nicht killen. Würde halt nur unsere Fähigkeit aktivieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, aber sie ist auf jeden Fall cool. Ich spiele auf jeden Fall Ice Beam, wie gesagt, einfach um halt Pflanzenmonster noch zu treffen. Und ja, gut, wir gehen hier für Giga Drain. Also das finde ich ein bisschen OP, dass die Fähigkeit von Lusadin, also dass diese Schoolform erst verschwindet, nachdem die Runde vorbei ist. Und dass es nicht so gelöst ist wie bei Tektas. Klar kann man dann sagen, okay, das wäre dann auch super useless. Aber Lusadin tankt halt super viel, muss man halt einfach sagen. Sowohl speziell als auch physisch. Und Tektas tankt ja nicht mal speziell irgendwas, oder? Tankt kein Thunderbolt, tankt nicht mal eine Steinkante von einem fucking Meteno. In der Limit-Schild-Form, glaube ich sogar noch. Keine Ahnung. Also nicht Limit-Schild-Form. Ach, keine Ahnung. In dem Ding, wenn es auf jeden Fall noch in seiner Hülle ist. Okay. Ich glaube nicht, dass er in Servaro rausgeht, weil er mein Giga-Drain predicted. Ich glaube, wenn er das ja hier mit einem Spukball rechnet. Aber ich weiß nicht, in was er gehen sollte, wenn er wenn er mit dem Spukball rechnet. Ich weiß nicht, was so sein Geist-Switch-In ist. Aber er drückt nichts. Menschen, die überlegen. Okay, Giga Drain kommt. Bitte kill, bitte kill, bitte kill, bitte kill. Yep, Lusadin geht down. Nice. Damit geht der erste Kill an unsere Sandburg, an Sandopolis. Und das Elektrofeld verschwindet wieder, das ist okay. Hätte ihm sowieso nichts gebracht, auch wenn er auf Donarion einen krassen Boost bekommen würde. Gegen die Sandburg bringt das hier nicht viel. Und er geht raus in sein Servaro. Und ich rechne hier jetzt mit der Geisterattacke. Auf jeden Fall. Aber er könnte auch für die Pflanzenattacke gehen. Weil ich ein fucking Boden-Pokémon bin. Und ich habe halt einen super. Ich habe halt einen Geist-Switch-In. Und ich habe einen Pflanzen-Switch-In. Pass auf, ich gehe raus in Koalelu. Und predige jetzt eine Geistattacke. Ich will hier jetzt versuchen, durch ein paar coole Züge meinen Turchinator wieder hochzuheilen. Das möchte ich versuchen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich glaube, er geht hier für die Geistattacke. Doch, ich glaube schon. Bitte, bitte geh für Schattenfessel. 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 Er geht für seinen Z-Attacke. Ist es der Sylvarium Z? Ja. Easy. Holy shit. Easy. No problem. Es hat keine Wirkung. Geh nach Hause. Kannst du vergessen. Okay, wir gehen jetzt für Wish.
Und er geht für die Kehrtwende, okay. Das passt. Das macht halt super viel Damage. Wäre für, wie gesagt, wäre für Laubklinge oder so gegangen, dann hätte ich ein Problem gehabt. Aber wir gehen hier für Wisch. Oh, Koali, du bist so süß. Das ist so ein kleiner Koala. Holy shit. Okay. Ja, hat auf jeden Fall funktioniert. Sogar noch viel, viel besser als geplant. Weil wir haben einfach seinen Z-Stein kaputt gemacht. Was sehr, sehr nice ist, beziehungsweise kann er keinen Z-Move mehr aktivieren. Okay, was ist dieses? Ist es ein Feuergladio? Das wäre halt voll gut. Tatsächlich. Tatsächlich wäre das gut. Wenn jetzt hier für Nitro-Ladung gehen würde, was ich mir vorstellen könnte. Okay, es ist ein Feuergladio, okay. So, wir gehen hier jetzt raus in Turchinator. Turchinator, du musst hier jetzt, egal was er einsetzt, du musst es tanken. Und dann wirst du wieder geheilt. Komm, gönn dir den Heal. Gönn dir den Heal. Nice. Gönn ihn dir. Du hast ihn dir verdient. Ah, nichts gegessen. Und da wird Turchinator wieder hochgeheilt. Bam. Nice. Super gut. Okay. Er hatte eine Fee in seinem Team. Er hatte Bumblebee mit. Aber seien wir ehrlich. Er hat noch Toxapet mit, okay. Wir droppen hier einen Draco. Komm, was soll, wir droppen hier einen Draco. Er geht mit der Kehrtwende raus. Ich denke, er wird in Toxapet gehen. Aber Turchinator ist wieder voll. Turchinator OP. Zusammen mit Koalilu. Die zwei sind ein Dream Team. Okay. Und da kommt Agrosteller raus, ja. Stellas, by the way. Der schlechteste Name, den es für einen Agrosteller gibt, muss ich hier sagen. Den hätte ich ihm vielleicht früher gegeben, aber Stella, vor allem für ein männliches, ist der schlechteste Name, den man einem Agrosteller geben kann. Und es macht über 50%. Yo. Nice. Okay, wir heilen uns wieder ein bisschen, das ist gut. Er kann jetzt hier für die Giftspitzen gehen, das weiß ich. Ich glaube nicht, dass er für die Giftattacke geht, oder? Oder? Lass mich kurz überlegen. Doch, er könnte echt gut für eine Giftattacke gehen. Ich habe leider keinen Spinner mit, das ist sehr, sehr dumm. Falls er jetzt Toxic Spikes legen möchte, gehe ich raus in meine Sandburg. Ich gehe raus in meine Sandburg, oder? Ich tu's! Auch wenn er für eine Wasserattacke gehen könnte, aber das glaube ich nicht. Einfach weil ich hier safe sonst in Kapuriki rausgehen könnte. Und er geht für Genesung. Oh, okay, das passt. Das passt. Mit Genesung kann ich leben. Weil wir können jetzt Erdkräfte einsetzen. Oder was ist, wäre sein Switchen? Dunarion. Und mit Dunarion hätte ich kein Problem. Deswegen hier Erdkräfte. Stab. Super viel. Super hoher Spezialangriff auf meiner Sandburg. Plus 252 Modest. Holy shit, das könnte ihn vielleicht sogar killen. Kolossand. Das ist meine Sandburg mit einem Crit. Ich möchte kurz kalken, ob der gemeldet hat. schauen wir kurz. Wie heißt die Sandburg auf Englisch? Ich gehe raus in seinen Sevaro, okay. Kolossand. Keine Sorge, ich kalke hier noch gar nichts. Also, das heißt Palossand. Okay. Ich kalke noch nichts in dem Sinne von Toxapex. Ja, yep, der könnte gemeddert haben. Der meddert. Yep, der meddert auf jeden Fall. Tut mir leid. Ich kann hier noch gar nichts. Ich spiele einfach nur drauf los, aber aber kriege ich ihn auf jeden Fall wieder mit einer Geistattacke. Gehe ich raus in meinen Koala. Tu ich's. Ich weiß nicht. Tanken wir was? Ich will nichts kalken. Also nur, ob halt ein Crit gemeldet hat, das würde ich halt wenn kalken. Tanken wir? Ne, wir tanken keine Geistattacke. Schattenfeste wird uns töten. Ich gehe raus in meinen Koala. Oder? Oder gehe ich raus in Turchinator? Komm, wir gehen raus in Turchinator. Ich rechne jetzt hier mit der Pflanzenattacke. Weil er meinen Koala predicted. Funktioniert das? Und okay, geht für die Geistattacke. Schade. Ich dachte, er hätte daraus gelernt, dass ich mein Normal-Pokémon gegangen bin. Aber ich meine, hat er schön gemacht. Aber wie gesagt, wir tanken das halt. Und er hat jetzt absolut keinen Flammenwurf-Switch mehr. Ich könnte sogar für Panzerfalle gehen.
Wenn er rauswechseln wird, dann wechselt er mit einer U-Turn raus. Und dann connected auf irgendwas, connected Panzerfalle mit irgendwas. Jo, wenn das funktioniert. Ich glaube nicht, dass er einen Hard-Switch macht. Wenn er Soul-Vested ist. Funktioniert das? Mach keinen Hard-Switch. Er macht einen Hard-Switch. Warum machst du einen Hard-Switch? Du kannst doch mit U-Turn rauswechseln. Ach, come on. Er kann mit U-Turn rauswechseln. Wieso tust du das? Er hätte mit U-Turn rauswechseln können. Er wäre schneller gewesen. Okay. Dann gehen wir für Flammenwurf. Ich hätte einfach Flammenwurf drücken sollen. Ah, schade. Ja, jetzt kommt hier Moonblast. Wenn er gespaxt ist, wird es halt 100 Damage machen. Es sieht mir gespaxt aus. Ne, es geht live, aber okay. Ja, wir kriegen es hier auf jeden Fall noch down. Aber den Damage hätten wir uns halt sparen können, ne? So, hier. Du gehst down. Ist halt leider schade. Aber, komm. Glaubt ihr, er hat es predicted, die Panzerfalle? Und ist deswegen nicht für U-Turn gegangen? Kann man das predicten? Ich weiß es nicht. Aber es sieht trotzdem gut aus. Und da kommt wieder sein Amigent. Ach nee, das ist gar nicht sein Amigent, du bist es sein. Seine. Dingens. Und ich rechne hier eventuell mit einer Agilität. Deswegen gehe ich einfach weiter für Flammenwurf. Weil ich nicht möchte, dass er sich boostet. Komm, den tanken wir noch. Bitte! Bitte! Nee, er hat 105 hier Spezialangriff, den tanken wir niemals. Okay. SK Life Orb. Wir sind mit super vielen Mons schneller. Und wir gehen raus in. Nee. Können wir darauf gehen? Ich glaube, wir machen das hier. Wir gehen raus in Dingens, Bumblebee. Gehen für Moonblast. Ich glaube, das ist das Safeste, was wir machen können. Und selbst wenn es nicht killt, dann machen wir halt genug Damage, dass das Pokémon darauf es töten kann. Wir sind halt, wie gesagt, gespaxt. Und er hatte noch Savaro und klar, er hat noch sein Amigento, aber Amigento outspeeden wir halt. Und ich habe die HP Ground. Sprich, wenn raus in Amigento rausgehen würde. Ah ne, wir sind gespaxt. Tankt er zwei Moonblast? Ja, bleibt drin, okay. Müssen wir uns gar nicht erst überlegen. Und das killt leider nicht. Und er geht wie Lichtkanone, okay. Rip Bunnaby, aber wie gesagt, es macht halt genug Damage, dass wir das nächste Pokémon besiegen können. Er ist gelife up. Killt er life up ihm? Nein, oder? Wir können raus in Kapuriki. Er hatte noch Silvaro, was uns nicht killen kann. Aber halt alles super krass tankt. Okay, lass mich überlegen. Gehe ich in Sandopolis? Wir gehen raus in die Sandburg. Ist sie schneller? Ich bezweifle sogar, dass sie schneller ist. Wir gehen doch nicht in die Sandburg. Wie schnell ist Koalelu? 85. Ach, Koalelu ist gar nicht so langsam, tatsächlich. Deswegen gehen wir raus in Koalelu. Wir gehen raus in Koalelu und gehen für die Kehrtwende. Ja, das klingt nach einem Plan. Kehrtwende wird halt killen. Komme, was wolle. Ja, wir gehen für Kehrtwende. Ich hätte ihn mit Turbodreh auch töten können, das wäre stylisch gewesen. Und falls er sich hier jetzt wirklich sein Donario noch aussparen möchte. Nee, macht er nicht, okay. Und. Ja, ich wollte gerade sagen, bleibt er jetzt bei dem einen KP stehen? Okay, tut er aber nicht. Okay, er hat noch sein Amigento und er hat noch sein Silvaro. Sprich, wir gehen raus in. Wir gehen raus in Dings. In Quartermack. Ist hier meine Wahl. Und mit Quartermark können wir eigentlich beides gut hitten. Amigento eher. Und er geht sogar raus in Amigento. Ich habe Steinnagel und bin gescarft. Deswegen drücken wir, warte, Nahkampf 120 plus 60, 180. Steinnagel hat wie viel? 75. Verdoppelt, macht das 150, sprich wir machen mit Nahkampf sogar mehr Damage. Also gehen wir für Nahkampf, oder? Yep, wir gehen für Nahkampf. Machen wir. Ich glaube jetzt, wenn er jetzt
auf meinen Choice-Scarf-Quartermark von Amigento weiß, okay, mein bester Move, den ich machen kann, ist Nahkampf und darauf rauswechselt in Savaro Props, aber er macht es nicht, okay. Nahkampf macht dir den meisten Damage und das ist auch ein Two-Hit, beziehungsweise, es war gar nicht so klug, ne, weil ich hätte wissen müssen, dass es auf keinen Fall killt. Und durch den Death Drop wird wahrscheinlich sein Multi-Angriff töten, oder? Quartermark, hängt ihn bitte, das ist mein Quartermark. Weiß ja, dass wir gescarft sind. Selbst wenn, ich gehe für Nahkampf. Selbst wenn, ist egal. Ich glaube nicht. Okay, er wechselt tatsächlich sogar raus. Okay. Okay. Kurz nachdenken, kurz überlegen. Ich glaube, ich lasse hier mein Links. Ich opfer hier mein. Mein King Julian. Beziehungsweise, nee, komm. Der hier nichts mehr machen kann, ist leider Qualelu. Qualelu, es tut mir leid, du hast einen super guten Job gemacht. Zusammen mit Terginator, ihr seid das absolute Dream Team. Vielleicht geht ihr sogar für die Schattenfessel. Nee, Laubkling, okay. Wie viel macht das? Oder, ja doch, die killt die nächste. Oder? Nach Left oder was? Na, ja doch, ich glaube schon. Wir gehen trotzdem für Wish hier. So, Wunschtraum. Aber ich glaube, es sollte killen. Und ich frage mich halt, ob Dings. Okay, denkt mir nicht. Ob Coruscant etwas tanken kann von Silvaro. Ich probiere es. Okay. Coruscant, bitte. Ich vertraue jetzt alles in dich. Tank hier einen Hit und geh für Schwugball und töte ihn. Tank die Laubklinge, tank die Schattenfessel, egal was. Du musst ihn hier besiegen. Coruscant, bitte! Du tankst den Shit doch easier als erst nichts! Ist das sogar ein Crit? Holy Shit! Und es killt aber nicht, ne? Hat der Crit gemattert? Ja, aber jetzt kann Dings gewinnen. Jetzt gewinnt, ne? Genau. Jetzt gewinnt mein Kaburiki. Wir gehen hier sogar nochmal raus in King Julian. In unser Quartermag. Um nochmal ein bisschen Damage mit Steinhagel rausholen. Wenn wir ihn flinchen sollten, dann gewinnt es hier sogar schon Quartermag. Quartermark. Und wir treffen. Aber es wird nicht killen, oder? Nee. Und flinchen wir ihn. Das Ding hat Ruhe. Das ist nicht Assault Vested? Wie viel tankt das bitte? Okay, ich gehe noch für Steinhagel. Wie viel tankt dieses Silvaro bitte? Krass, okay. Ich weiß nicht, wie viel wir mit Moonlass machen. Ob wir damit Kaburiki gegen Silvaro gewinnen können. Ach nee, wir haben keinen Moonblast, wir haben Zauberschein. Ich weiß nicht, wie viel Zauberschein macht. Ah, fuck. Wir müssen, glaube ich, flinchen. Das müsste jetzt ein Flinch sein. Und Quartermag, du bist ein Gott. Ich weiß nicht mal, ob der Steinhagel jetzt killt. Ich glaube schon. Wir müssen auch treffen. Ja, okay, wir treffen. Und ja, okay. Ich weiß nicht, ob wir auch so gewonnen hätten. Es wäre, glaube ich, Klaus geworden. Er hätte sich jetzt hier einfach gegen roosten können, bis er voll ist. Aber so gewinnen wir auf jeden Fall 2-0. Sollte unser Steinhagel treffen, wenn nicht, dann gewinnen wir 1-0. Und wir treffen. Okay, gut. Das war's mit dem Kampf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber GG, Fabio. Trotzdem ein unglaublich schöner Kampf. Ich konnte das Team, glaube ich, sehr gut zeigen. Gerade die Kombination aus Terginator und Qualelu gefällt mir hier besonders gut. Ich glaube, das sind Pokémon, die ich später in späteren Teams nochmal sehr gerne zusammen spielen werde. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, es hat euch allgemein gefallen. Denn der Kampf war halt sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.